Es ist 12 Uhr, wir befinden uns auf der Zielgeraden von unserem Cannes Lions at Fish Markt und ich glaube, heute ist nochmal ein Thema dran, das interessiert jetzt wirklich jeden, der zuschaut, weil es hat sich so viel verändert in unserer Welt seit Corona. Es hat sich vor allem viel verändert mit Homeoffice, wir befinden uns in Zoom-Konferenzen und da gab es doch was, richtig, das Büro. Wo geht das ganze Thema eigentlich hin, Thema New Work? Das Schöne ist, ich muss meine Gäste heute gar nicht selber vorstellen, sondern sie haben uns vorab jeder mal ihre Sichtweise per Videobotschaft geschickt und die kriegt ihr jetzt erstmal zu sehen. Viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Michael Trautmann. Ich bin seit vielen Jahren im Bereich Marketing unterwegs. Zunächst als Assistent an der Uni in Augsburg, wo ich 1993 zum Thema Ökomarketing promoviert habe. Dann als Unternehmensberater bei Bossard Consultants, bevor ich dann irgendwann mit ein paar Irrungen und Wirrungen bei Springer und Jacobi gelandet bin, eine Station, die mich sehr geprägt hat. Habe dann 2 Jahre auf Kundenseite verbracht als Global CMO bei Audi, bevor ich dann vor 17 Jahren zusammen mit André Kemper Kemper Trautmann gegründet habe. Aus der Agentur wurde später dann die Think AG. Dort bin ich heute noch Senior Advisor. Außerdem bin ich nach wie vor unternehmerisch aktiv. Ich habe die weltweite Fitness-Competition-Serie HYROX mit ins Leben gerufen. Ich bin einer der ersten, wahrscheinlich der erste Business Angel bei Apinio. Und ich habe mich gerade mit der NWMS GmbH nochmal neu selbstständig gemacht im Bereich New Work. Warum New Work? Ich habe nach dem Umbau bzw. Ausbau eines neuen Büros für die Think-Gruppe ein wahnsinniges Interesse gewonnen, in diesem Projekt zum Thema New Work weiterzubohren. Und seit 2017, dem 1. Mai, Tag der Arbeit, Fun Fact, mache ich zusammen mit Christoph Magnussen, einem Unternehmer aus Hamburg, der in dem New Work-Kontext als Unternehmensberater tätig ist, den Podcast On the Way to New Work. In über 270 Gesprächen mit Gästen von 15 bis über 90 haben wir dieses Feld für uns beackert. Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir noch am Anfang sind. Wir haben bis über 100.000 Hörerinnen und Hörer pro Monat und sind sehr, sehr glücklich und dankbar, dass wir dieses Thema für uns entdeckt und gefunden haben. Die NWMS GmbH, das steht für New Work Master Skills, ist mein Versuch, zusammen mit einer neuen Co-Founderin, mit Svantje Almers, dieses Thema nutzbar zu machen für alle Menschen, die das Gefühl haben, ich möchte etwas ändern im Bereich Arbeit. Wir versuchen quasi über eine sehr echte und tiefe Selbstreflexion, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir ein stärkeres Ich uns erarbeiten, über ein stärkeres Ich dann ein stärkeres Wir, ob das ein Team ist, eine Abteilung, ein Unternehmen und vom stärkeren Wir dann auch zur stärkeren Gesellschaft. Und wir glauben, genau darum geht es beim Thema New Work, nämlich um Sinnfindung, um die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und um die Nutzung von ganz konkreten Tools, damit Arbeit das wird, was Menschen stärkt und nicht das, was Menschen schwächt. Hallo, mein Name ist Kim Alexandra Notz. Ich bin CEO der inhabergeführten Kreativagenturgruppe Cannes KB Plus. Und außerdem engagiere ich mich im Vorstand des Branchenverbands GWA. Anfang 2020 habe ich den Podcast What's Next Agencies gestartet, in dem ich mit den klügsten Köpfen der Branche über die Zukunft der Agenturen spreche. Wenn ich mir aussuchen müsste, was das Wichtigste an der Frage der Zukunft der Arbeit ist, dann wären es wahrscheinlich nicht die Räumlichkeiten, es wäre auch nicht die Frage Remote, Mobile oder Anwesenheit, sondern es wäre die Frage der Führung. Ich glaube, Führung und die Zukunft guter Führung ist das größte Feld, das vor uns liegt. Also die Zeiten von Command and Control, die haben, glaube ich, Gott sei Dank wirklich ausgedient. Ich glaube, was besonders spannend wird, ist tatsächlich, dass wir mehr das Prinzip der dienenden Führung leben und selber ein Stück weit lernen, auch als Führungskräfte. Und ich glaube wirklich, ganz, ganz viele der Führungskräfte, da schließe ich mich auch ein, sind gar nicht so richtig darauf vorbereitet, auf diese neuen Zeiten. Und deswegen glaube ich, steht noch ganz viel Arbeit uns allen bevor. In den nächsten Monaten und Jahren wird uns ein Thema ganz besonders umtreiben. Und das ist das Thema Unternehmenskultur.
Die neue Normalität der Arbeit gehört den hybriden Arbeitsmodellen. Davon bin ich überzeugt. Aber eben auch nicht nur. Also die Frage, bin ich jetzt nur im Remote-Work? Ich glaube, das ist nicht die richtige Antwort auf die Herausforderung. Deswegen, ich glaube ganz klar an eine Kombination aus Remote-Work und Anwesenheiten in der Agentur. Ja, wie sieht das Büro der Zukunft aus? Da mag man eine relativ einfache Antwort vermuten, wie viele sich gerade damit beschäftigen, eher so im Sinne von, ach, da reduzieren wir mal ein bisschen Fläche, dann sparen wir die Mietkosten, das wirkt sich positiv auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung aus. Ich glaube, das ist total nachvollziehbar und sicher ist es auch richtig. Wir werden nicht mehr so viel Fläche benötigen, wie wir das die letzten Jahre hatten. Aber das Büro der Zukunft nur mit der Reduzierung der Mietfläche zu verbinden, das ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. Das Büro der Zukunft fördert das Teamgefühl und stärkt auch die Zugehörigkeit und die Identifikation mit der eigenen Agentur. Ich glaube, wir müssen die Arbeitskonzepte und die Konzepte der Räumlichkeiten komplett neu denken. Und das heißt eben nicht nur, die Fläche zu reduzieren, sondern eben auch ein ganz klares Angebot an diese neuen Gemeinschaftsräume zu schaffen. Ich glaube, in den nächsten Monaten und Jahren wird uns ein Thema ganz besonders umtreiben und das ist das Thema Unternehmenskultur. Durch Remote Work und den Rückzug in den eigenen privaten Raum haben wir, glaube ich, alle gemerkt, wie diese Kultur, die uns so zusammenschweißt in den Agenturen, so ein Stück weit, ich will nicht sagen abhanden gekommen ist, aber schon beginnt zu erodieren. Das hat natürlich auch mit der sozialen Abstinenz zu tun, dass wir uns eben alle nur noch im eigenen Mobile Office befinden. Und ich glaube, das ist eine extrem hohe Identifikationskraft der Agenturen, diese Kreativkultur, die eben auch ein Miteinander in den Räumlichkeiten der Agentur braucht. Davon bin ich überzeugt. Eigentlich ist es doch verrückt. Trotz der ganzen Tools, die wir im Arbeitsalltag benutzen, hat man festgestellt, und ich glaube, das geht jedem von uns so, dass die eigenen Netzwerke geschrumpft sind. Also man hatte nur noch mit einem sehr, sehr engen Kreis Kontakt. Der war dann sehr intensiv, aber man merkt das ja auch in Agenturen. Schon die nächste Abteilung ist durch Remote Work in ungreifbare Ferne gerückt. Und das sind Dinge, die gerade für kreative Arbeit, für Innovationskraft eine unglaublich große Rolle spielen. Also wir müssen künftig unsere Netzwerke wieder weiterfassen, ausdehnen, frische Impulse bekommen, auch mal außerhalb unserer eigenen kleinen Filterbubble. Ich bin Sonja Schaub, in der Hirschen Group verantwortlich für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ein schönes Stichwort auch beim Thema, wie arbeiten wir und wie wollen wir arbeiten, nämlich sozial nachhaltig. Das bedeutet, wir legen es in die Hand aller Mitarbeitenden, sich bei uns entfalten zu können und in Abstimmung mit ihren Teams individuell zu entscheiden, wo, wann und wie sie am allererfolgreichsten gemeinsam die Herausforderungen ihrer KundInnen lösen. Das war vor Corona so, das hat sich in Corona bewährt und wir sind uns sicher, dass diese Flexibilität und dieses Vertrauen auch nach Corona, in welcher Konstellation auch immer wir künftig arbeiten werden, essentiell ist. Ja, großartig, dass ihr uns vorab schon diese Videos geschickt habt. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Einblick, wen wir eigentlich sitzen haben. Für mich persönlich wirklich, ich hätte niemanden besseren finden können, den ich hätte fragen können. Und daher geht meine erste Frage an euch alle in die Runde, nämlich wir kommen ja aus einer Branche, wo ich immer das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele gesagt haben, ihr sitzt ja eh immer nur im Café und ihr sitzt da so ein bisschen an euren Laptops und für die waren wir schon so das personifizierte New Work und nun beschäftigen wir uns alle damit, wie irgendwie New Work ist. Erzählt mir doch mal so ein bisschen, können wir als Branche eigentlich auch so ein Impulsgeber für die Branchen um uns herum sein, aus diesem Café denke heraus, ihr habt das Café zum Beispiel bei euch reingeholt, inwieweit können wir Impulse an andere Branchen geben? Ich glaube, dass unsere Branche sehr interessant ist, weil sie ja nie wirklich effizienzgetrieben war, also was Büroräume anbelangt. Und Menschen, die Kreation machen, können ja diese Kreation machen schon immer, weil sie sehr offen sind und weil sie sich sehr porös machen und deshalb haben die auch wahrscheinlich ein höheres Maß an Artikulation, was sie gut finden und was sie nicht gut finden. Und ich glaube, dass jetzt nach Corona oder nach diesem Forced Work Remote
auch eine bessere Auseinandersetzung vielleicht damit stattfindet, also eine sensiblere, was vermissen wir denn wirklich? Und viele Kreative vermissen, glaube ich, eben auch dieses Zusammenkommen, also diese Interaktion, dieses andere Leute mit allen Sinnen wahrnehmen, also die Stimme wahrnehmen, die Gestik wahrnehmen, dieses unbeabsichtigte Gespräch, das ist ja ganz wichtig für Kreation. Also ein Gespräch, was man nicht gesucht hat, sondern dieses, ein Kollege kommt, schaut auf was drauf, sagt, was machst du denn da und warum machst du das nicht in Rot oder Blau oder hast du schon mal gedacht? Und das ist, glaube ich, etwas, das ist in anderen Branchen vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, das trifft auch für andere Branchen zu und das zeigt uns vielleicht einen Weg nach vorne, was auch wichtig sein wird, bleiben wird in Zukunft. Michael, du hast mit ganz, ganz vielen Branchen während der Corona-Zeit gesprochen. Kannst du das unterschreiben? Ja, also ich bin immer noch ein großer Fan unserer Branche, anders als einige meiner Altersgenossen, die sich ganz zurückgezogen haben und die bitterbös abgerechnet haben, liebe ich diese Branche auch aufgrund ihrer Neugier, ihrer Experimentierfreudigkeit. Und ich glaube, wir sind immer Vorreiter gewesen, was die Art zu arbeiten angeht. Wir haben sicherlich auch viele Fehler gemacht, aber ich erinnere noch, Bettina, wir haben ja viele gemeinsame Phasen gehabt. In den Ende der 90er Jahre hat Springer und Jacobi schon eine Unit gehabt, wo es keine festen Plätze gab, wo man Rollboy hatte, wo es Aufstände gab, das so zu machen. Es wurde immer viel probiert und als wir bei Think vor 7, 8 Jahren angefangen haben, ein neues Büro zu suchen, war es eine Kreative, die auch den Impuls gegeben hat, wie wir da rangehen. Das war Bettina, die mich damals mit dem Building 20 am MIT zusammenbrachte. Das Gebäude gibt es schon lange Jahre nicht mehr. Das war ein Gebäude, was für Radiologen im Weltkrieg gebaut wurde, um dort Waffen gegen die Deutschen zu erfinden. Als der Krieg zu Ende war, war das Gebäude leer und alle Kapazitäten, die also Overcapacity waren, wurden da reingeschoben von allen Lehrstühlen, weil man kein Geld hatte, neu zu bauen. Alle haben sich beschwert. Und dann wurde dort eben mit ein paar Eimer Farbe und einem großen Vorschlaghammer und ein paar Sofas das erste Coworking Space gebaut. Auf solche Ideen kommen Kreative, sowas mal zu finden und zu suchen. Und deswegen kann ich nur allen in dieser Branche raten, wenn ihr neue Büros plant, überlasst es nicht den Controllern, sondern überlasst es den Kreativen und nehmt die Controller dazu, dass sie vielleicht ein bisschen mit eingreifen. Aber ja, ich glaube, wir haben in der Branche große Kräfte, um die Zukunft der Arbeit mitzugestalten. Habt ihr bei den Hirschen das auch gemerkt, dass eure Kunden mal so angeklopft haben, gesagt haben, wie läuft das eigentlich so bei euch? Wie macht ihr das so in der aktuellen Zeit? Ja, wir bei den Hirschen sind ja 9 Büros oder über 10 Büros in 9 Städten. Da kommt das immer wieder vor. Ne? Es ist ja auch dieses, Kunden kommen gerne in die Agentur, weil es da natürlich auch kreativ und innovativ aussieht. Und das ist ja auch inhärenter Teil dieser Branche. Ne? Michael hat es gerade schon gesagt. Also wenn Kreative nicht am Puls der Zeit oder sogar davor sind, dann ist schwierig. Ne? Ja. Aber natürlich kennen wir das auch. Ich finde ganz spannend an dieser Diskussion, gehen wir ins Büro, wie muss das Büro sein? Ja auch das Thema, wird es denn jetzt nur ein Remote Work zwischen Büro und Zuhause sein? Ich glaube nicht. Wir haben auch Raphael Gilgen letzte Woche noch bei uns zu Gast gehabt, der sagte, nee, wir werden hier einen Wettbewerb haben zwischen ganz vielen Orten. Zwischen Coworking Spaces in Hotels, in Cafés, zwischen Labs, zwischen Büro, zwischen Zuhause. Und am Ende wird es so ein, es wird ja auch darum gehen, wer gewinnt denn dann den Konsumenten? Ist es das Café, das den Kaffee verkaufen kann? Ist es das Hotel, das den Workspace vermietet? Ist es tatsächlich die Agentur, die ja dann so schick sein muss, dass man gerne hinkommt? Na, ich zitiere mal Tore Jung, wir tindern uns durch die Welt und das, was uns gut gefällt, das wird geklickt und das wird genommen. Also na, so Büroräume vorzeigen zu können, auf die man so stolz ist, weil die so schön sind, das, ich glaube, das wird super wichtig, auch im Kampf um junge Talente. Dann seid ihr wahrscheinlich ganz vorne dabei. Ihr wart sogar bei Schöner Wohnen mit dem, was ihr gemacht habt. Ja, mit leeren Wohnräumen oder Büroräumen kommt man da rein, weil dann sieht es nicht so schnuddelig aus. Deswegen haben wir das geschafft. Aber haben dann auch eure Kunden gesagt, die bei euch sind, so von Mensch, ihr wart sogar im Schöner Wohnen und können wir da bei uns noch was verändern? Habt ihr da was gemerkt, dass Kunden auf euch zukamen und gesagt haben, wie macht ihr das? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ja diese Büroräumlichkeiten verändert zum Start des Lockdowns. Von daher haben unsere Kunden das noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Wir haben so ein bisschen das Springer- und Jacobi-Erbe bei uns. Also bei uns ist alles sehr
pur. Ne? Tatsächlich findet das kreative Chaos maßgeblich im Kopf statt. Wir haben aber trotzdem sehr, sehr viel auf Gemeinschaftsräume gesetzt. Ich fand es lustig, als du eben gesagt hattest eingangs, ne, wir haben doch immer schon alle irgendwie im Café gearbeitet. Das ist ein großes Märchen. Also absolut. Tatsächlich, es fühlt sich zwar immer super hip an. Wir haben da gar kein Internet gehabt, aber als das Märchen anfing. Die Wahrheit ist ja, dass das vor allem Führungskräften vorbehalten war, meistens. Ne? Also die Realität in ganz, ganz vielen Agenturen, die ich zumindest kenne, aber du sagst gleich andere Beispiele, die war trotzdem so, dass nicht alle im Café rumgehangen haben. Und insofern finde ich es eigentlich ganz schön, dass sich das jetzt über alle Level, Gewerke und so weiter zieht, dass man die Möglichkeit hat. Du hast ja aber auch gefragt, was lernen vielleicht andere von uns. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Büro. Meine Erfahrung ist, dass da Konzerne schon sehr viel weiter sind, auch in der guten Nutzung und in Bürokonzepten. Ich glaube, das ist die Leidenschaft für die Arbeit, ehrlich gesagt. Also ich kenne keine Branche, wo so viele Leute sagen, ich mache genau das, was ich liebe. Ja, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich lerne jeden Tag dazu. Jede Aufgabe ist anders, jede Branche, jeder Kunde. Also ich glaube, für die Zukunft der Arbeit spielt ja Neugierde und letztlich auch eine ständige Selbsterneuerung eine riesengroße Rolle. Absolut. Und das machen wir sowieso schon seit Jahrzehnten jeden Tag. Und ich glaube, wenn man was lernen kann von uns, dann ist es die Freude an Neuem. Bettina, ich will dir gleich die Chance geben. Ich habe dich zucken sehen. Du hast ja an so vielen Orten schon gearbeitet auf dieser Welt. Du hast ja wirklich schon unheimlich viel gesehen. Kannst du das unterschreiben? Und vor allem ist auch die Nummer, sind wir Deutschen eigentlich überhaupt New Work fähig? Naja, sind wir Deutschen überhaupt New Work fähig? Ich glaube, wir Deutschen haben uns ja auch super verändert. Ne? Also wenn man sagt, man hat früher von einem Arbeitnehmer gesprochen, heute sprechen wir von Talents. Warum sprechen wir heute von Talents? Weil diese passive Art von, ich gehe zur Arbeit und arbeite da weisungsgebunden, gibt es ja gar nicht mehr. Und das war ja vielleicht mal eine typisch deutsche Art. Ne? Also dieses so Stechuhr, Filter, Kaffee, Dienst nach Vorschrift. Und wenn man heute von Talent spricht, redet man ja über Leute, die ein ganzes Skillset haben und dieses Skillset auch brauchen, weil Arbeit sich ja dauernd verändert. Also ich finde, man hat ja heute Schwierigkeiten, eine Job Description zu schreiben, weil diese Job Description sich eben auch dauernd ändert. Ne? Wir haben bei uns in der Agentur gerade ein T-Modell eingeführt und evaluieren die Leute danach. Das hilft ein bisschen, das zu fassen, aber es ist einfach eben ganz, ganz anders. Und ich habe da gerade eben so mit dem Kopf geschüttelt, weil da ja in sehr vielen Arbeitsräumen auch wirklich gearbeitet habe. Ne? Ich habe zum Beispiel in meinem Berufsleben bei Jungformat, das war ja so Industriearchitektur, also da haben sehr früh alle in einem großen Raum gearbeitet. Das war zum Beispiel dieser Arbeitsplatz, wo ich an einem runden Tisch mit 5 anderen Artdirektoren saß. Das war super stressig, weil dahinter waren immer 3 Berater, 2 Assistenten und irgendjemand, der seinen Kugelschreiber verlegt hatte. Und man war wirklich immer die ganze Zeit so, boah. Und da war also sehr, sehr früh, da hieß es immer alle, geht raus zum Ausdenken, ihr könnt die Quittungen einreichen. Da waren alle Kreativen permanent im Cargo-Viertel, auf dem Basketballplatz, auf dem Spielplatz, im Café Klatsch. Und das aus der puren Not. Ne? Heute würde man sagen, super agiles Arbeiten. Und, aber das waren halt so Sachen, was ich auch an reiner Selbstorganisation, ne? Ich war dann immer so, okay, ich muss 2-mal am Tag zurück in die Agentur kommen, mal in die Produktion gehen, sehen, ob ich da auf irgendwas drauf gucken muss. Und dann bin ich aber auch wieder weg. Es gab ja noch kein Handy, also ich bin uralt. Das war davor, aber das sind halt solche Sachen. Also da würde ich sagen, es ist kein Gerücht, es war kein Gerücht, weil in Agenturen, die schnell gewachsen sind, und es war nicht nur Jungformat, sondern da gab es ja auch andere, also dieses, wie erfinden wir neue Arbeitsformen bei sehr, sehr schnellem Wachstum? Da hast du halt fast wie bei Design Thinking eine neue Form des Arbeitens erfunden oder neue Arbeitsräume gesucht, weil es anders, auch jetzt schlimmer als es ging gar nicht anders. Ja. So, ja, also das dazu nochmal. Und ich glaube, also dieser alte Arbeitnehmer, diesen alten deutschen Arbeitnehmer, den gibt es einfach gar nicht mehr. Ne? Was wir jetzt haben, ist einfach eine unterschiedliche Erwartungshaltung, unterschiedliche Anspruchshaltung und auch einen sehr diversen Grad von Durchdringung. Was heißt das denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich vom Arbeiten und was will ich von meinem Job? So.
würde ich sagen. Aber es ist schön, jetzt habe ich wieder hier auf der Seite Michael am Zucken gemerkt, bei dem, was du gesagt hast. Weil ihr habt ja am 1. Mai, am Tag der Arbeit, euren Podcast vor 4 Jahren gestartet. Mhm. Nun hören wir hier einmal die Seite, das ist ein Märchen so ungefähr gewesen, dann hier aus der Not herausgeboren, so ein bisschen waren wir schon auf dem agilen Arbeiten unterwegs. Als ihr das vor 4 Jahren gestartet habt, hast du gedacht, wo Deutschland heute steht, konntest du das so ein bisschen fassen? Nee, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe vor allen Dingen nicht geglaubt, und da bewege ich mich dann irgendwo zwischen euch beiden, auch was für tolle Beispiele es auch außerhalb meiner Branche gibt. Ne? Tolle Agenturen gab es irgendwie immer. Und da Bettina und ich viele, viele Jahre gemeinsam in Firmen gearbeitet haben, habe ich ein ähnliches Erfahrungsspektrum bei Agenturen. Aber wir haben eben ganz viele Beispiele auch gesehen, auch von Konzernen, die gesagt haben, wir packen bestimmte Themen auf die grüne Wiese. Also Automobilkonzerne, die gesagt haben, das ganze Mobility-Thema kriegen wir hier in den Konzernstrukturen nicht hin. Die haben sich dann selbst organisiert, also ohne Chefs und mit wirklich den ganzen neuen Tools, die es gibt, haben Holacracy ausprobiert. Wenn ich heute mit dem Nachfolger, der jetzt mittlerweile schon nicht mehr bei Audi ist, sondern bei Seat, auf meiner Position gesprochen habe, ich gesagt, der macht einen völlig anderen Job, als den ich vorher gemacht habe. Der arbeitet auch völlig anders und den kannte ich sehr gut, weil er damals mein Assistent war. Und das sind irrsinnige Sprünge, die in den letzten Jahren passiert sind. Aber wir haben noch viel größere Sprünge vor uns. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns als Branche, aber generell auch als Land mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, wir müssen dafür sorgen, die Menschen wieder ins Büro zurückzubekommen. Und das geht nur, indem wir Büros attraktiver machen, als sie heute sind. Wir haben hier das große Glück, bei euch zu sitzen, dass es ein fantastisches Büro ist. Aber es gibt so viele beschissene Büros. Genauso wie es beschissene Häuser gibt. Und ich mich frage, wenn ich durch Städte gehe, wie kann man eigentlich Architekt werden, wenn man solche Häuser verbricht? Und genauso gibt es so unfassbar viele rotzige Büros. Und das wird ein ganz großes Problem, dass Unternehmen es nicht schaffen werden, Mitarbeiter wieder gerne in Büros zu bringen. Der Raphael Gilgen, den du zitiert hast, der hat gesagt, dass er glaubt, wir brauchen so eine Art Programmdirektor für ein Büro, der wirklich inszeniert, Dinge macht, Happenings schafft, dass Menschen sagen, wow, aber ich möchte mindestens 2 von 5 Tagen wieder ins Büro gehen, weil da ein toller Workshop ist, an dem ich teilnehmen will mit einem externen Schauspieler, weil da andere Sachen ausprobiert werden. Und wir brauchen diese Orte, wo wir uns treffen, gemeinsam arbeiten, wenn wir Neues erschaffen wollen. Übereinander stolpern, mal drauf gucken, sagen, ist es die richtige Farbe. Ich habe immer gemerkt, wenn ich meinen Arsch in der Agentur mal durchs Haus bewegt habe und einmal, das dauert dann 3 Stunden, durchs Haus gehe, habe ich irgendwie mehr Gutes getan, als 3 Stunden E-Mails zu beantworten. Weil ich nur gesagt habe, red doch mal mit der, die im 3. Stock, die macht gerade das. Dieses Vernetzen, das ist einfach extrem wichtig. Da habe ich jetzt vielleicht gemeine Frage an dich, aber sorry. Aber du hast gesagt, ihr wollt sozial nachhaltiges Arbeiten haben. Es geht ja viel auch um den Kampf um Talente dann da draußen, wenn man ein schönes Office hat, wo man hingehen kann, wo sich die Menschen wohlfühlen. Und dann sagt ihr, wir wollen auch noch sozial nachhaltig. Da höre ich gleich so ein paar Buzzwords drin, die ich gerade überall höre. So, ist das für euch auch so ein Buzzword-Bingo, um Talente zu euch zu bekommen? Oder wie habe ich mir sozial nachhaltiges Arbeiten vorzustellen? Genau, wir haben mal die Buzzwords des Jahres genommen, nebeneinander geklebt, Leute. Nein, da muss ich tatsächlich sagen, also erstens ist das Thema soziale Nachhaltigkeit einfach nur in diesem 3-Dimensionen Bild von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit gesetzt. Das haben wir nicht erfunden. Na, und die hängen einfach alle miteinander zusammen. Die kann man nicht voneinander trennen. Und am Ende des Tages sind es alles Unternehmen, die wollen profitabel sein. Und dann überlegt man sich natürlich, was braucht es dafür? Natürlich die besten Talente, die ihr Potenzial optimal entfalten können. Und dann kann man sich fragen, wie tut man das? Ihr erforscht das seit 4 Jahren im Podcast, was es dafür braucht. Und wir haben jetzt ja auch gelernt, es braucht auch die richtige Arbeitsumgebung. Und wir wissen aber auch, jeder Mensch braucht für unterschiedliche Tätigkeiten eine andere Umgebung. Mal brauche ich die Denkzelle zu Hause, mal brauche ich den sozialen Austausch, der unkuratiert, zufällig passiert. Und mal packt man alle Kreativen in einen Raum und sagt, go. So, das ist das eine, das ist ja nichts Neues. Ne? Wir haben das nur jetzt im Zuge unseres ersten kleinen Nachhaltigkeitsreports alles mal aufgeführt, was dazu gehört. Und wir haben da festgestellt, dass wir da wirklich weit sind und da kann ich, ich vertrete ja heute Sina Wellschmied, unsere Director People and Organization, die im August aus der Babypause zurückkommt und die hat, seit sie da ist,
auf diese sehr tolerante, sehr offene, sehr freiheitsliebende und vertrauensvolle Kultur den New Work-Gedanken aufgesetzt und mitgebracht und einmassiert in vielen Einzelgesprächen und ganz früh da auch ihren Stempel draufgesetzt. Und ich habe es vorhin erzählt, Raphael Gielgen war im Zuge unserer Brave Academy bei uns zu Gast. Ein internes Weiterbildungsangebot, was darauf zielt, dass jeder sein bestes Selbst werden soll und kann. Das heißt nicht, dass es, ne, ist kein Volkshochschulkurs, sucht dir was aus, hier kannst du klicken am Anfang des Jahres, sondern das ist ein ganz agiles Modell, was komplett aus den Bedarfen heraus entsteht, die in den Agenturen und bei den einzelnen Menschen entstehen. Und wenn man da genügend identifiziert, dann wird dafür das Angebot geschaffen. Na, und das ist einfach, das ist modernes Denken, das ist New Work getrieben und das ist dann am Ende eben auch sozial im besten Sinne und gehört damit in diese, in diesen Kontext soziale Nachhaltigkeit. Und so reihen sich die Buzzwords aneinander. Aber glücklicherweise ist das einfach schon, und das wird in den allermeisten Unternehmen und Agenturen so sein, das ist schon ganz lange passiert, bevor man plötzlich über Nachhaltigkeit gesprochen hat. Na, jetzt kann man es halt da drunter einmal zusammenfassen. Wir sprechen ja heute im Allgemeinen über Dinge, ich finde, die hören sich gut an, die fühlen sich irgendwie gut an. Da denkt man, ja, da möchte ich irgendwie mit dabei sein. Und häufig ist man ja in der Position, dass man als Arbeitnehmer denkt, da möchte ich gerne mit dabei sein, aber die Entscheidung dafür, die fälle ich ja gar nicht selbst, sondern die fallen die Führungskräfte, die sagen, okay, alles klar, diese Firma wird jetzt so aufgestellt und das braucht unheimlich viel Mut. Und du hast auch gesagt, es muss sich die Kultur eines Unternehmens dafür wandeln. Wo nimmt denn eine Führungskrise, ist gut. Dieses Krise Thema gehabt, braucht eine Thema Krise. Braucht es eine Krise? Nein, wo kommt der Mut her? Wo kommt das her, dass ich sage, so, ich stelle meine Firma jetzt um, ich traue mich das jetzt. Das kann man Führungskräften ja nicht einfach so morgen stehen und sagen, ey, heute hast du den Mut, das zu tun. Ja, ich glaube, es muss ja auch nicht jede Führungskraft morgen ihre Firma auf den Kopf stellen. Ne? Also normalerweise ist das ja ein evolutionärer Prozess, Dinge passieren, ne? Wie wir alle jetzt vor fast 1,5 Jahren vor der Situation standen, alle Leute nach Hause zu bringen, dann geht man mit Situationen um. Meine Erfahrung ist, es gibt Menschen, die tun sich damit einfach leichter, ne? Die mögen Veränderungen, die mögen auch vorne an der Spitze der Veränderung stehen, Sachen ausprobieren. Und es gibt genauso gut Leute, die sich lieber einreihen und sagen, ich beobachte das Ganze mal, lass mal drüber sprechen, lass mal lieber einen iterativen Prozess machen und gucken, was wir beim nächsten Mal verändern. Also ich finde es eine Typenfrage. Ich glaube, auch Führungskräfte sind da sehr unterschiedlich. Es gibt ja nicht nur super mutige Führungskräfte, weil Mut heißt ja auch nicht, jegliches Risiko auszuschließen. Ne? Das heißt ja schon, irgendwie bedacht an die Dinge ranzugehen, aber halt keine Angst zu haben. Also ich finde, gerade in Situationen wie jetzt oder auch der Transformation unserer Branche, hilft ein Selbstbewusstsein, hilft eine Angstfreiheit. Und ich finde, als Unternehmer ist man ja auch immer etwas opportunistisch unterwegs. Das heißt, irgendwie Chancen zu entdecken, zu ergreifen, Sachen auszuprobieren. Und das ist vielleicht das, noch vorhin hatten wir das Thema Deutsch und wie passt es jetzt eigentlich zu uns, dass nicht alles so nach Plan läuft oder so super perfekt durchexekutiert ist. Das ist, glaube ich, ein Lernpfad für uns alle, dass wir jetzt nicht sagen, genauso wie bei dem Bürokonzept, ne? Also ist es jetzt genau das und sind wir dann fertig? Ich glaube ganz fest daran, dass wir das mehrfach noch iterieren werden und Sachen feststellen werden. Und ganz, ganz wichtig, weil du auch gesagt hast, die Mitarbeitenden haben das Gefühl, sie sind manchmal gar nicht Teil davon. Ich finde es total wichtig, die Leute mit einzubeziehen und ganz bewusst auch zu fragen, was wünscht ihr euch? Ne? Wir haben auch eine Umfrage gemacht, wie viel wollt ihr eigentlich zurückkommen? Das heißt ja nicht, dass wir es dann genauso machen, wo die Mehrheit gelandet ist. Ich finde das auch immer noch wichtig in puncto Kultur, dass man auch sagt, wie ist denn das Unternehmen, was ich führen will, in dem ich mich wohlfühle und dass ich letztlich auch gut mit den Leuten nach vorne bewegen kann. Aber genau diese Umfragen, wo steht ihr gerade? Oder habt ihr Angst, schon jetzt ins Office zurückgekommen? Was bräuchtet ihr, damit ihr euch wohlfühlt im Büro? Wollt ihr überhaupt wiederkommen? Wollt ihr flexible Arbeitsplätze oder will jeder seine Topfpflanze auf seinen alten Schreibtisch stellen? Ich finde es zumindest wichtig, dass man das mal fragt und sich mit den Antworten auseinandersetzt. Wenn ich da einmal kurz reinspringen darf, weil mit den Antworten auseinandersetzt, ich hack da jetzt doch nochmal nach, weil so ein Unternehmer, uns gucken bestimmt viele Leute zu, ihr habt, du hast What's Next Agencies, du hast On the Way to New Work, also es gibt Podcast, man kann sich das anhören, man kann sich zurücksetzen und sieht, boah, es passiert überall, alle Firmen fangen an, das zu machen und dann sitzt du da als Unternehmer und du bist vielleicht ein Alpha-Tierchen, der gar keine Lust hat, von der Rolle Führungskraft in die Rolle Coach reinzurollen und der will auch seine Leute da sitzen haben und der will sehen, dass der von 9 bis 18 Uhr auf jeden Fall am Ackern, Ackern, Ackern ist, aber ist nicht mehr fancy. So.
Sind das die Verlierer dann am Ende des Tages oder können die schleichen, wie du sagst, sie gucken sich das an und dann sukzessive mit den Menschen, die ihr einstellt, wandelt sich da was? Wie habe ich mir den Prozess vorzustellen? Weißt du, das Witzige ist, ich habe das auch gedacht. Ne? Ich habe gesagt, man sagt ja immer so schön, die alten weißen Männer und so und die kommen dann damit nicht zurecht. Ich habe ehrlich gesagt in der ganzen Zeit niemanden erlebt, der sich dagegen gesträubt hat oder der damit jetzt nach 1,5 Jahren nicht zurückkommt, also nicht zurechtkommt. Ja. Ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, ich möchte es gerne genauso wieder haben wie vor 1,5 Jahren. Also auch da gibt es Bewegungen. Ich glaube einfach nur, dass das Momentum am Anfang ungewohnt war. Ne? Führen durch physische Präsenz und dieses irgendwie Dasein, Dinge vorgelegt bekommen. Ich finde, es tut uns allen wahnsinnig gut, dass wir das abgeschafft haben. Ich merke aber, dass sich alle darauf eingelassen haben, von dem jeweiligen Level, von dem sie kamen. Ja. Michael, hast du den perfekten New Work Leader auf der ganzen Reise schon getroffen, den du gemacht hast? Also ich habe ganz viele, ganz tolle getroffen. Und um vielleicht deine Frage nochmal zu beantworten, es wird die weiter geben. Es wird weiter Leute geben, die mit Command and Control arbeiten. Und auch es wird auch weiter Leute geben, die damit Erfolg haben. Das wird es geben, es wird Branchen geben, wo das funktioniert. Ich glaube, es wird immer weniger Menschen geben, die Lust haben, in solchen Firmen zu arbeiten, sodass sich das so über die Zeit vielleicht etwas zumindest im Umfang reduziert. Und es gibt aber eben nicht diesen einen richtigen Ansatz. Ne? Also wir haben, viele haben Frederic Laloux gelesen, Reinventing Organizations, habe ich natürlich auch gelesen. Wir hatten ihn auch zu Gast bei uns und die Beispiele, die immer zirkulieren, also Burzorg ist so eins in Holland, eine Krankenpflegeorganisation, wo 1000 Teams quasi gleichberechtigt in 10er-Gruppen Krankenpflege organisieren und wo alle KPIs sensationell besser sind als in traditionell geführten Unternehmen. Mhm. Und dort gibt es 30 Consultants, die sich angucken, was gibt es für gute Beispiele, aber die Teams entscheiden selber, wie sie ihre Arbeitspläne aufstellen, wer die Medikamente bestellt, ob sie spezialisieren oder generalistisch arbeiten, funktioniert für die ganz toll. Es gibt in China ein Unternehmen Haya, was man jetzt nicht unbedingt denkt, ein chinesischer Konzern mit 70.000 Mitarbeitern, der hat das Unternehmen mit 4.000 Startups zerlegt und hat alle KPIs nach oben getrieben, weil nur noch freiwillig miteinander gearbeitet wird und nicht mehr top-down. Also es gibt diese Beispiele überall. Es gibt aber auch ganz viele gescheiterte Beispiele. Es gibt viele, die versucht haben, Holacracy einzuführen, also führen ohne formelle Chefrolle, sondern Chefrolle auf alle verteilt. Mhm. Aber es gibt auch wieder welche, die damit Erfahrung haben. Und ich glaube, jedes Unternehmen und jeder Mensch darf für sich selber feststellen, in welchem Kontext möchte ich gerne arbeiten, wie möchte ich es machen. Und meine These ist, nach diesen vielen Gesprächen und einer sehr schmerzhaften Selbsterfahrungsreise, die ich parallel gemacht habe, dass es einfach so viel geiler ist, wenn man diese Möglichkeiten nutzt und wenn man als Mensch nicht mehr glaubt, ich muss das alles können. Bettina kann das noch erinnern, mich als Chef gehabt zu haben. Ich habe irgendwann geglaubt, ich kann alles, ich muss alles können. Jeder, der mich irgendwie kritisiert, greift mich als Mensch an. Und ich kann heute so entspannt sagen, ich kann einige Sachen so überhaupt gar nicht. Und die Tatsache, dass meine drei Partner mich vor 4,5 Jahren sanft aus dem Nest geschoben haben, darüber bin ich heute dankbar, weil ich dysfunktional in diesem Team war. Die anderen drei haben eine ziemlich klare Sichtweise gehabt, wie sie es gerne machen, weil meine war immer anders. Und ich habe nicht darauf hingearbeitet, dass wir es vielleicht anders regeln. Wir hatten eine aus heutiger Sicht für mich nachteilige 4-0-Regel. Also immer alle mussten für alles dafür sein. Und also sind Entscheidungen nicht gefallen. Und wenn dann drei sich einig sind, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, die anderen sind doof und ich bin toll. So, und ja. Mir hat es geholfen, mich nochmal komplett neu zu hinterfragen. Ich habe heute wieder ein echt super Verhältnis mit allen dreien und werde da für bestimmte Themen immer noch hinzugezogen. Aber ich habe erkannt, mein Talent liegt nicht im Führen über Zeit einer großen Organisation, sondern mein Talent liegt darin, immer wieder neue Feuer anzuzünden, Leute zusammenzuholen und dann irgendwann zu sehen, okay, die können das Feuer viel besser am Brennen halten als ich. Bedarf aber auch einer großen Offenheit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Genau. Ne? Also und das ist für mich der Ansatzpunkt für alle, sowohl für Firmen als auch für Individuen. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Delta, Negativ-Delta im Bereich Bereitschaft zur Selbstreflexion. Die meisten Leute haben sich irgendwie arrangiert und wissen, was sie können und gucken nicht so richtig hin, was sie nicht können und richtig Bock haben, sich immer mal wieder zu fragen, wo stehe ich, was kann ich nicht, was will ich nicht, haben nicht so viele, aber auch hier sehe ich eine ganz deutliche Tendenz dazu, dass Menschen das mehr machen. Und das ist unfassbar befreiend. Ja, absolut. Da passt vielleicht ganz gut zu. Bettina hat in ihrem Video gesagt, ihr seid dabei, dass das nicht nur eine Kopfübung bleiben soll, sondern dass ihr es gemeinschaftlich bei euch in der Agentur auch erarbeiten wollt, eigentlich wie dieser Weg geht. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie ihr gemeinschaftlich das erarbeitet?
Ja, wobei das sind eigentlich zwei Fragen in einer. Wir haben eine Taskforce gegründet, also das ist ähnlich, wie du das beschrieben hast, Kim. Bei uns gibt es gerade eine Umfrage. Wie wollt ihr arbeiten? Wie wollt ihr zurückkommen? Wir haben ja jetzt Erfahrungen im Forced Work Remote gemacht und das muss man ja jetzt übertragen nach vorne. Also in diesem Forced Work Remote war ja viel mehr Druck dabei und viel mehr Stress. Also wenn man jetzt abstrahierend fragt, wie wollt ihr das in Zukunft machen? Was gibt es da für Arbeitsmodelle, für Zeitmodelle, Kernarbeitszeit, Führen, wie findet Führen statt, Selbstorganisation? Also das entwickelt diese Arbeitsgruppe und die ist sehr divers zusammengesetzt. Also da haben wir darauf geachtet, dass das Leute sind, die Kinder haben, ohne Kinder, sehr viel Berufserfahrung, sehr wenig Berufserfahrung. Und die machen das und was das Interessante dabei ist, das ist ja keine Gruppe, die ein Problem lösen soll, also eine Lösung entwickeln soll, sondern eigentlich ist ja der Prozess dieses Gespräches das, was interessant ist. Und ich glaube, das, was dazu kommt, was aber ergänzend ist, wo ich gesagt habe, es darf keine Kopfarbeit bleiben. Ich glaube, wenn man so einen Prozess durchlaufen hat und wenn man die Ergebnisse dieser Gruppe sich anguckt und dazugehört hat, muss man auch eine Bereitschaft, und das ist das, was Michael auch sagt, zum Ausprobieren haben. Ne? Also ich habe in meinem Berufsleben ganz viele Sachen ausprobieren müssen, die ich beneficial fand, also die ich nachher gut fand. Ne? Ich war mal bei Jungformat, also ich habe ja schon erzählt, da gab es A, B und C Arbeitsplätze, also um das zu umgehen, also um da eine Gerechtigkeit zu schaffen, war es so, alle 6 Monate wird der Arbeitsplatz gewechselt. Das fanden natürlich alle immer scheiße, also die ganzen Sachen zusammen zu packen. Und das war etwas, wo ich dachte, oh nö, nicht schon wieder, habe ich keine Zeit zu, keine Lust zu, will ich mich nicht mit beschäftigen. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass das ganz viel für Kultur und Teamzusammenhalt getan hat, ganz, ganz viel. Ich habe im Laufe meines Berufslebens versucht, andere Menschen davon zu überzeugen, dass das ganz, ganz toll für die Kultur ist. Das ist mir mal gelungen, mal gar nicht gelungen. Ich habe Michael versucht, davon zu überzeugen, zum Beispiel also dieses Traffic im Büro schaffen. Als wir mit Think umgezogen sind, habe ich gesagt, in jedem Stockwerk gibt es eine andere Ansteuerungstonne, also in einem den tollen Kaffee, in einem anderen den tollen Tee und irgendwo die ungesunden Getränke und Leute müssen dann immer hin und her laufen und lernen sich so kennen. Ist nur so mittelgut angekommen, haben wir, glaube ich, 2 Monate durchgehalten. Der Druck war dann so groß, wo alle gesagt haben, oh nee, wir wollen auch eine Kaffeemaschine auf unserem Stockwerk. Und das sind einfach so Sachen, wenn ich sage, es darf keine Kopfarbeit bleiben. Man muss dann auch einfach mal Sachen ausprobieren. Ne? Ja. Also man merkt dann, okay, ein Drittel der Leute merkt, ist vielleicht doch ganz gut, wenn ich zu dieser Siebträgermaschine darunter gehe, weil da treffe ich mal andere. Die haben das auch dann, nachdem eine Kaffeemaschine in jedem Stockwerk war, sind die trotzdem weiterhin zu der Siebträgermaschine runtergegangen, weil sie es erlebt haben, dass es toll ist. Andere haben es dann gelassen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man diese Arbeitsgruppe macht und wenn man in diesen Prozess einsteigt, gibt einem das ganz viel. Auch das Zuhören bringt total viel. Aber dann muss man, und das ist vielleicht dann auch, am Ende des Tages transformierendes Führen, neues Führen. Man muss dann auch einfach als Chef mal sagen, wir probieren das jetzt aus. Und wir probieren das auch aus mit der Möglichkeit, dass es scheitert und alle es doof finden. Also dann nimmt man es halt wieder zurück. Aber dann hat man auch dieses Gespräch darüber, warum finden wir das denn doof? Mhm. Und ich finde, das ist Teil von Kultur. Und ehrlich gesagt kommt mir das immer in diesen Kulturdiskussionen, wo es dann nur um die Sitzsäcke, die Kicker und all diese bepuschelnden Sachen geht, ein bisschen zu kurz. Also dieses, man muss sich, wo Michael sagt, selbstreflektierend sein, man muss sich mit sich auseinandersetzen, mit der Gruppe auseinandersetzen. Letztendlich müssen wir uns ja auch mit uns als Gesellschaft auseinandersetzen. Also hinter New Work steht ja am Ende des Tages die Frage, wie werden wir als Menschen in Zukunft mit Maschinen zusammenarbeiten? Ne? Das ist ja die große Dachfrage, die da drüber steht. Und wie mein Vater sagen würde, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist ja die Sache, die wir irgendwie heilen wollen oder wo wir sagen wollen, da will man angstfrei reingehen. Ne? Und das ist deshalb, also finde ich,
dieses, es darf keine Kopfarbeit bleiben, sondern man muss auch ins Ausprobieren, ins Tun kommen und in diesem Tun Erfahrungen machen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es so spannend, weil wenn ich das bei euch allen hier höre, ist, ihr habt euch, das hatten wir bei dir eben direkt angesprochen, ihr habt euch sehr, sehr stark mit euch selbst und euren Erfahrungen, die ihr selbst erlebt habt, beschäftigt und mein persönliches Gefühl, habt da rausgezogen, was für euch auch wiederum das richtige, beste war, was sich gut angefühlt hat, aber es auch immer wieder neu hinterfragt. Und ich glaube, das ist super wichtig, um halt auf dieser Reise glaubhaft Veränderungen in Unternehmen zu schaffen. Und in deinem Video war es auch, dass du gesagt hast, so dieser persönliche Austausch, so trotz digitaler Plattform, der fehlt. Und ich glaube, das ist ja so der erste Ort, wo sich Menschen auch gegenseitig vielleicht wieder feedbacken können, wie sie Dinge aneinander empfinden. Wie schaffen wir nach so einer langen Zeit, uns alle in 2D auf Video zu sehen, denn diese Orte wieder, wo die Menschen sich miteinander austauschen können, wenn die Kaffeemaschine von Stockwerk zu Stockwerk unterschiedlich steht, sowas? Ich glaube, das ist genauso, wie Michael das eben auch angesprochen hat, ne? Dass man Gründe schafft, ins Büro zu kommen. Also nur zu sagen, ich fände es übrigens toll, wenn ihr alle mindestens x% eurer Zeit wieder ins Büro kommt, dann ist es keine Flexibilität, dann ist es eine Ansage. Mhm. So, und wenn ich aber das, natürlich muss man einen Rahmen schaffen. Ich bin schon sehr irgendwie auch mal für einen Rahmen, weil sonst weiß man ja nie, was man machen soll im Dschungel voller Möglichkeiten. Aber Gründe zu schaffen, seien es jetzt gute Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, also wirklich auch kollaborativ mal in einem Raum zu sitzen, zu spinnen, Ideen zu entwickeln. Sei es, weil man einen coolen Speaker eingeladen hat und sagt, heute lassen wir uns mal inspirieren gemeinsam und machen danach nochmal irgendwie bei einer Flasche Bier, irgendwie sprechen wir drüber. Ne? Das sind, glaube ich, Dinge, da müssen wir uns auch überlegen, was schaffen wir für Orte, was schaffen wir auch für Inspirationsquellen für Leute, dass sie merken, das hat sich echt gelohnt, ins Büro zu kommen. Oder es war eine gute Atmosphäre. Man darf ja auch nicht vergessen, ganz, ganz viele, gerade die jungen Leute, ne, die sitzen in kleinen WGs, die haben keinen Schreibtisch, die haben 10 Leute, die das WLAN gerade nutzen. Ne? Also nicht jeder hat es ja super komfortabel. Das heißt, es wird ganz, ganz viele geben. Gerade die Jungen, hat sich auch gezeigt in der Umfrage, die wollen auch wieder zurück ins Büro, die wollen was erleben. Aber es wird eben genau die Mischung sein. Und es ist an uns, das Angebot zu schaffen, dass sie das als wertvoll und inspirierend empfinden. Kurze Nachfrage da noch, haben die jungen Leute eigentlich Lust, sich selbst und ihr Handeln zu hinterfragen? Also habt ihr so das Gefühl, dass die neuen jungen Talente, die da kommen, also als ich damals Art Direction studiert habe, ging es darum, dass ich der Coolste bin, irgendwie meinen Job irgendwie nach außen irgendwie reflektiert, irgendwie was darstellt, quasi fast eine Marke bin. Haben die jetzt Lust, sich mit sich zu beschäftigen und zu gucken, wo geht die Reise dahin? Ach, ich weiß nicht, ob ich das so spezifisch jetzt auf New Work drehen würde. Ich finde, die sind extrem reflektiert. Ich finde, die Generation, die jetzt kommt, denkt sehr viel mehr über sich selbst, Arbeitsbedingungen, gesellschaftliche Entwicklung, Politik nach. Also endlich sind wir wieder eine politische Generation, dank der Rahmenbedingungen. Das stelle ich schon fest. Und Beispiel Body Positivity, ja. Alle beschäftigen sich mit dem Thema, gerade die jungen Leute, auch die Kreative sozusagen. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ich finde es extrem reflektiert, was da gerade passiert. Viel reflektiver, als ich jung war, ehrlich gesagt. Ich war gar nicht reflektiert. Sich genauso. Also ich habe zwei erwachsene Söhne, 25 und oder 24 und 22 und die sind irre, also was die machen. Also für die ist das völlig normal, wenn sie mit sich selber ein Thema haben, Therapeuten zu besuchen. Also ich meine, 24 Therapeuten, habe ich gedacht, bin ich krank oder was? Das machen doch nur andere. Ich habe auch den Eindruck, dass wir dieser Generation sehr Unrecht tun, wenn wir sie nur auf TikTok und Tinder reduzieren. Total. Die Vielzahl der Themen ist halt größer geworden. Ne? Also das ist, wenn man sagt, ja, wir hatten vielleicht weniger Themen und das war eine intensivere Beschäftigung damit, dann haben wir, aber das haben ja nicht nur junge Leute, sondern auch wir, dass die Vielzahl an Themen und die Taktung, in der wir uns damit beschäftigen müssen, immer rasanter wird. Also und das macht es natürlich schwer, in ein Maß an Selbstreflexion einzusteigen, was irgendwie eine Tiefe hat. Und das war ja aber auch das Interessante an diesem Covid-Stillstand, dass dadurch eben dieser Stopp passiert ist, ne? Diese Pause, wo diese Außenwirkung von, oh, das dreht sich immer schneller und ist alles immer rasanter, mal zur Ruhe gekommen ist. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen eben auch genutzt haben, tiefer einzutauchen und dass diese Frage, wer bin ich und wie will ich arbeiten, auch eine ganz große Präsenz gerade bekommen hat. Also noch eine größere Präsenz als zu dem Zeitpunkt, als wir vielleicht mal angefangen haben, darüber nachzudenken, was ist New Work. Ne? Also ich finde jetzt so
vor Covid und nach Covid als Erfahrung ist auch nochmal ein extremer Unterschied im Bewusstsein. Und das ist ja das Spannende auch an dem Gespräch. Also deshalb sitzen wir ja hier, dass das jetzt so spürbar ist bei allen. Es ist spannend, dass du gerade von der Pause auch gesprochen hast. Ich finde das nämlich wirklich, wenn man jetzt nochmal zurückschaut, gab es ja wie so eine Zäsur. Ne? Okay, jetzt ist irgendwas anders, was heißt es? Mache ich jetzt zu Hause auch ein Gemüsehochbeet? Habe ich andere Hobbys? Mache ich mehr Sport? Also das war ja wirklich eine Zäsur für alle. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, wahrscheinlich so binnen des letzten Dreivierteljahres, es dreht sich alles mindestens so schnell wie vorher. Also eigentlich dreht es sich schneller als vorher. Und vieles dieser Besinnungsphase, so dieses ich habe jetzt Hobbys und ich probiere mich aus, ich gehe in einen digitalen Chor oder was auch immer, ist wieder ein Stück weit weg. Also das stelle ich fest, das macht mir auch ein bisschen Sorge. Da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja das, was du in der Kreativität, also es ist ja kontrastierend. Ne? Und wenn du sagst, da entsteht ein Kontrast, ist ja das, wo dann meistens tolle Ideen rauskommen. Also wenn du sagst, in einem Kreationsprozess ist jetzt eigentlich in Covid genau das passiert, was... oh, okay, Briefing, verstehe ich nicht ganz, ne, wo alle dann erstmal so, weiß ich jetzt auch nicht, mal gucken, also erste Phase Covid, dann so, oh mein Gott, jetzt müssen wir es bald abgeben, jetzt müssen wir irgendwie mal ran an den Speck und uns da eindenken und ich habe gerade so das Gefühl, das ist jetzt so kurz bevor die Ideen dann kommen, also ich finde, es ist gerade auch so eine Zeit, wo man das Gefühl hat, es verdauen jetzt alle und da wird jetzt irgendwie was rauskommen. Ja. Ich habe auch Respekt davor, ich habe aber für mich selber da Entscheidungen getroffen. Also ich habe gemerkt, dass mir das Reisen, was ich vorher extensiv gemacht habe, eigentlich nicht fehlt, nicht so fehlt, wie ich es gedacht habe. Und ich habe für mich selber entschieden, ich werde nie wieder so viel fliegen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich werde Reisen anders machen, ich werde viel mehr Bahn fahren, werde mir Zeit nehmen, da anzukommen und wieder wegzufahren. Ich werde längere Zeit an dem Ort verbringen und dafür aber seltener fahren. Und ich finde es spannend zu hören von euch, dass ihr mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber sprecht, wie wollt ihr eigentlich arbeiten. Ich könnte die Empfehlung geben, sprecht mit euren Kunden. Wie wollen die mit euch arbeiten? Und sagt ihnen auch, wie wollt ihr mit ihnen arbeiten? Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass wir auch diese für jede bekloppte Abnahme mit drei Leuten irgendwo nach München fliegen, nach einer Stunde hektisch wieder zurückfliegen, das ist einfach Schwachsinn. Und lieber die Zeit, die wir dann gemeinsam mit Kunden verbringen, valuable machen. Es gibt diese wunderbare Geschichte, wie die DAF-Kampagne entstanden ist, irgendwie 10 Tage Regen in Irland, wo Kunde und Agentur sich eingesperrt haben und dann mit der Grundidee rausgekommen sind, alle Frauen sind schön. Ja, also lieber mehr davon und weniger von irgendwelchen 20 Menschen in einem stickigen Meeting mit schlechten Keksen und kaltem Kaffee. Ich glaube auch nicht, dass es noch viele wollen. Genau. So. Aber deswegen, ich finde, auch mit den Kunden sprechen und ihnen auch sagen, Mensch, lass uns doch jetzt aus dieser Chance, wir haben gesehen, vorher haben wir uns zu 100% gesehen in unseren Kontakten, jetzt zu 100% nicht. Lass uns doch mal die Mitte definieren. Wo ist die? Und wie können wir es machen, dass die Begegnungen, die wir haben, richtig geil sind, dass wir uns aufeinander freuen und tolle Sachen machen? Ich glaube, man denkt mehr über Formate nach. Ne? Also was früher einfach so ritualisiert passiert ist, so wir treffen uns mal, das ist jetzt entweder die bewusste Entscheidung dafür, wir machen jetzt etwas Workshop-artiges, also wir machen jetzt ein Treffen, wo man sich wirklich austauscht, oder wir machen halt ein Zoom-Treffen. Also diese ungefähren Sachen dazwischen gibt es vielleicht weniger. Die Qualität der Begegnung. Ja, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das gut ist, aber erstmal ist es festzustellen, also wenn man sich dann trifft und das hat irgendwie eher so einen Workshop-Charakter, ist es intensiver und es kommt mehr raus. Und wenn es dann ein Zoom-Call ist, geht man da auch besser durch als in so einem irrelangen Meeting, wo man nochmal vorne und hinten 3 Stunden Anreise hat. Aber da grätsche ich jetzt nochmal kurz kritisch rein, weil... Nein. Doch, sag ich jetzt. Die Zeit ist abgelaufen. Wir haben noch 10 Minuten. Ich stelle mir das so vor, das klingt jetzt ganz alles wunderschön und wir haben alle viel mehr Zeit und wir wissen auch, was wir machen wollen und wir gehen in uns und dann betreut ihr so viele Kunden ja auch und die wissen, so, die sind jetzt immer erreichbar. Zoom-Call und man vergisst sogar noch, die Pipi-Pause dazwischen zu machen und 3 Pitches an einem Tag. Ist nicht die Burnout-Rate, auf die wir jetzt zurennen, mit dieser Dauererreichbarkeit auch für den Kunden viel höher, als sie vorher war, wo ich zumindest sagen konnte, okay, am Flughafen kann ich mich hinsetzen und nochmal ein bisschen am Rechner sitzen, weil da kann ich dann eh nichts mehr machen. Aber deswegen sage ich sprechen. Ich sage ganz eindeutig sprechen, das adressieren. Du hast völlig recht, wir haben
Leute, die sind knapp am Burnout. Wir haben Leute, die sind am Bore-out. Wir haben Leute, die sind dick geworden und unbeweglich. Wir haben Leute, die sind vereinsamt. Also, und dann haben wir Leute, die das zur Selbstoptimierung genutzt haben, 10 Kilo leichter geworden sind und singen gelernt haben. Wir haben das alles und das müssen wir erstmal wieder zusammenbringen. Wir haben aber jetzt eine Chance, mit unseren Kundinnen und Kunden neue Spielregeln zu verhandeln. Und die haben nämlich genau dieselben Effekte. Mhm. Und wenn wir mit denen dahin kommen, dass wir sagen, okay, wenn du statt 4-mal im Monat einmal im Monat zu uns in die Agentur kommst, aber dieser Programmdirektor, von dem wir vorhin gesprochen haben, dann die einen Tag hier organisiert, du machst eine TikTok-Schulung, du machst irgendwie einen kreativen Workshop, du hast ein paar Abstimmungen, dieser Tag ist so geil, dass du dich freust, in einem Monat wiederzukommen, aber irgendwelche Abstimmungen und Stand-ups kann man eben auch wunderbar anders machen. Und ich glaube, das erfordert ganz viel Arbeit und sich gegenseitig auch zuhören. Aber wenn wir die Chance nicht nutzen, dann passiert das, was du gesagt hast. Kim, du sagtest das in deinem Einspieler, ne? Wir brauchen die Aufgaben an Führungskräfte sind so mannigfaltig geworden und Mental Health ist ein Riesenthema und es ist eine zentrale Führungsaufgabe, ein Auge auf die Menschen zu haben, im Kontakt zu bleiben, dafür sorgen, dass die untereinander im Kontakt bleiben. Na, dieses kleine, wie geht's dir heute, so ein Check-in. Na, das ist das eine, also wirklich den Mensch im Mittelpunkt zu haben und zu schauen, geht es dir gut? Und auf der anderen Seite natürlich diese Rahmenbedingungen in dieser neuen digitalen Welt auch so zu stecken, dass es ein kooperatives Arbeiten auf Augenhöhe ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, in den Unternehmen ist es ja nicht anders. Na, die sitzen auch zu Hause mit 2 Kindern im Lockdown und versuchen nebenbei irgendwie die Geschäftsführungspräsentation fertig zu kriegen. Und ich finde, das war auch ein schöner Aspekt. Ne? Es wurde ja menschlicher. Es ist völlig in Ordnung, das anzusprechen. Es ist in Ordnung zu sagen, wir kriegen das nicht hin, ne? Packen das nicht. Letzte Woche hast du ja gesehen, ne? Bei dir auch Land unter. Also ja, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Diese Kommunikation aufrechterhalten, diese Rolle von Führungskräften vielleicht auch intern noch mal klarer zu fassen und sie dann vor allem auch dahingehend auszubilden. Ne? Das ist ja nichts, was man einfach so kann. Und nochmal, ich würde es gerne challengen. Mannigfaltige Aufgaben, es liegt vor allen Dingen daran, weil Führungskräfte meinen, sie müssten alles machen, dramatisch weniger machen. Ich empfehle dazu eine Frau, Insa Klasing, hat ein Buch geschrieben, der 2-Stunden-Chef. Die Geschichte ist sehr faszinierend. Die war so eine Top-Managerin, hat dann irgendwann beim Reiten sich beide Arme gebrochen und dachte, oh Gott, ich muss 2 Wochen spätestens wieder im Büro sein, musste aber 6 Wochen Reha machen, kam dann mit 2 geschienten Armen und konnte die nicht bewegen und hat nicht mehr Kraft als 2 Stunden am Tag gehabt. Mhm. Hat sich dann gefragt, was ist eigentlich meine Aufgabe als Führungskraft und hat es auf 4 Faktoren runter reduziert, nämlich die Vision vorzuleben, zu vermitteln und zu verhandeln mit den Leuten, die Leute zu ermutigen, die Leute zu coachen und dann irgendwann auch nochmal letzte Instanz. Aber auch da, erst nachdem sie, wenn sie gesehen hat, da gibt es Konflikte und so weiter, die Leute dazu ermutigen, die selber zu schlichten. Nur wenn das nicht geht, es selber zu machen. Und ganz am Ende, wenn bestimmte Entscheidungen nicht fallen, die auch zu treffen. Und dann hast du auf einmal wieder ganz viel Zeit, dir um deine Kunden Gedanken zu machen und um andere Sachen. Das ist ein ganz tolles Führungskräfte Buch, ja. müssen anfangen, loszulassen und nicht alles machen zu wollen. Es ist so schön, ich habe es befürchtet, dass wenn ich euch in einen Raum setze, dass das passiert. Es ist schön, dass ich hier sagen kann, es gibt 2 großartige Podcasts, die man hören kann. Euch kann man bestimmt persönlich nochmal kontaktieren danach. Ich möchte trotzdem eine Frage zum Schluss stellen, weil während ich diesen Talk vorbereitet habe, bin ich immer wieder darüber gestolpert, habe gedacht, so wie viele Jahre reden wir jetzt von New Work und wann hat New Work eigentlich ein Ende? Also gibt es einen Zeitraum, wo man irgendwann wir sagen werden, jetzt ist nicht mehr New Work, sondern schon wieder Old Work und es kommt was anderes? Entwickeln wir uns nicht immer, immer weiter mit diesem ganzen Thema? Ja, das hat ja eigentlich schon vor 100 Jahren angefangen. Mhm. Also wenn du sagst, in Deutschland gibt es ja eine ganz tolle Tradition, haben wir auch gerade gefeiert, Tradition des Bauhauses. Mhm. Und Bauhaus hat es ja auch schon untersucht. Ne? Also wenn man sagt, interdisziplinäres Arbeiten, also der Effekt von Räumen auf Menschen, das ist ja alles Bauhaustradition. Also dass sich Menschen in den 20er Jahren darüber schon Gedanken gemacht haben. Und das ist etwas, als du über, können wir das hier überhaupt in Deutschland? Das ist ja eigentlich etwas, wo man sagt, ja, daher kommt das ja auch. Ne? Also dieses Außen nach innen holen, Luft, Licht, Sonne, also das Büro in die Natur reinbauen. Ich wollte dir eigentlich noch widersprechen. Ich glaube nämlich, das war der Job oder so. Ich glaube nämlich, dass Räume einen hohen Einfluss darauf haben, wie man arbeitet, wie gern man arbeitet und ob man ins Büro kommt. Also du hast vorhin gesagt, dass du das gar nicht für so wichtig hältst in deinem Einspieler. Nein, nein, das ist ein Missverständnis. Ich habe nur gesagt, nicht nur Fläche reduzieren und ich glaube schon, dass das Büro extrem wichtig ist. Also auch die Frage, ob ich mich wohlfühle. Ja. Aber dann war es ein Missverständnis. Okay, dann bin ich total bei dir. Haben wir es jetzt korrigiert, ja, weil ich glaube nämlich,
ich, dass das wirklich auch ein, Michael hat es ja auch gesagt, also Architektur, Räume, den Einfluss, den Räume haben auch an Transformation, wie man denkt und wie man sich in der Gruppe fühlt, halte ich für sehr, sehr hoch. Mhm. Und das finde ich darin auch schon begründet. Und nach vorne gedacht, wenn man jetzt sagt, wir beschäftigen uns seit 100 Jahren schon damit, wenn wir das mal als anderen, und das hat viel früher noch angefangen, wenn wir uns auch die nächsten 100 Jahre damit beschäftigen. Ja. Also dieses... Sehe ich genauso. Es ist eben nicht, wir machen jetzt eine Matrix-Organisation und ist dann fertig und dann kommt in 10 Jahren die nächste Organisationsform, sondern das ist ein ganz klares Ding. Wir werden in die nächsten Jahrzehnte in Beta-Zustand sein. Das wird es kein Ich bin fertig geben, sondern es wird immer neu sein müssen. Deswegen wird auch unser Podcast, ich glaube, ich werde immer wieder inspiriert werden, nicht aufhören. Ja, und ich glaube, es ist eine schöne Ansage an die Menschen, die uns zuhören, die das Gefühl, das hatten wir ja im Gespräch eben auch, haben so, okay, ich muss da jetzt auf diesen Zug jetzt draufspringen, sonst verpasse ich ihn, weil es ist eine Entwicklung, die wird immer, immer weitergehen. Natürlich mit den Menschen, die jetzt auch gerade gesagt haben, die nachkommen, die sich selbst hinterfragen, auch für mich nochmal ein Learning aus heute, viel hat mit sich selber dann doch zu tun, auch das Thema, bevor es dann weiter an die anderen geht. Und ich glaube, es wird eine spannende Reise bleiben und mal gucken, vielleicht beim nächsten Cannes-Festival setze ich euch einfach wieder in einen Raum und guck mal, was bei euch so rausgekommen ist, wo ihr seid und wo ihr steht. Viele Learnings auf jeden Fall, die wir mitbringen. Sehr, sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Danke für die tolle Moderation. Ja, danke ganz dir. Toll, danke. Ja. Sehr schön. Und ihr Lieben, 13 Uhr, oh wow, eine Minute noch. Es gibt noch mal Löwen. Das solltet ihr nicht verpassen. What? Und dann um 17.30 Uhr ziehen Bärbel und ich noch mal ein kurzes Fazit über das, was wir gesehen haben bei Cannes Lions. Und um 18 Uhr, finally, Rosé-Probe mit Steff vom Weinladen St. Pauli. Ich freue mich auf euch. Bis heute Abend. We'll be right back.